Egal auch wie gut du sein machst, du wirst auch trotzdem der Letzte bleiben. So, das ist halt einfach so, wie die Gesellschaft gebaut ist. Manchmal nicht gesehen zu werden, obwohl man die Einzige ist im Raum. Ich würde sagen, als ich herkam, war ich so ein Ghana-Boy. Überhaupt in Deutschland bist oder nicht, du bist auf jeden Fall eine Zielscheibe und du bist auf jeden Fall der Letzte. Egal auch wie gut du sein machst, du wirst auch trotzdem der Letzte bleiben. So, es ist halt einfach so, wie die Gesellschaft gebaut ist. Und das habe ich im Nachhinein auch einfach gecheckt. So dachte ich mir, ey, weißt du was, mach einfach das, in dem du gut bist und zieh einfach durch, Digga. Hauptsache, du kannst gut leben, weißt du. Meine Mutter hat mir das eher so aufgezogen, so, also als sie klein waren, hat sie immer gesagt, ihr müsst mehr von eurer Kultur lernen und so, ihr müsst mehr von eurer Kultur lernen. Ich sag, ja, okay. Und dann hat sie angefangen, mit uns irgendwann zu Hause halt Chi zu sprechen, das ist halt die ghanaische Sprache. Mein Bruder hat das dann irgendwann mehr nach und nach verstanden so und ich war halt der Letzte, der das halt irgendwie gecheckt hat. Dann immer, als meine Mama mit mir geredet hat, ich dachte immer so, Digga, habe ich mit meinem Bruder gefragt, sagt er, was sagt sie da? Und so, er sagt, du musst selber lernen und du musst selber lernen. Ja, und irgendwann, also ich kann es noch immer noch nicht so gut, aber ich verstehe es jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Also der arabische Bereich ist hier sehr viel auf jeden Fall am Start, genauso wie die Asiaten, genauso wie die Inder. Aber im afrikanischen Bereich ist noch sehr viel unten, weißt du? Du gehst in den Restaurants, also die sind voll abgekommen, so runtergekommen. Fühlt sich einfach nicht einladend an, weißt du? Und ich finde, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Irgendwann würde ich gerne auf jeden Fall ein Restaurant eröffnen, was auf jeden Fall einladend aussieht, Digga, wo ihr denn auf jeden Fall dann auch unsere afrikanischen Spezialitäten kosten könnt, was dann bestimmt schmeckt, weil ich glaube, ich habe einen guten Taste, so, weißt du? Und ich glaube, euch wird es auch schmecken, so. Früher hieß es immer Veddel Ghetto. Mir ist nie aufgefallen, dass wir sehr wenig Geld hatten und dass es ein Ghetto ist oder generell von Hamburgern, die schon, also Ur-Hamburger, halt so ein bisschen verpönt wird, diese Gegend. Ich möchte als schwarze Frau oder als Kanarin gesehen werden mehr und auch so, dass Deutschland demgegenüber auch offen ist, dass es Afro-Deutsche gibt in Deutschland. Ich würde sagen, es bringt mit sich, manchmal auch das Gefühl zu haben, die Einzige zu sein. Also ich hatte das ständig in meinem Leben, also in der Schule angefangen, dann im Studium, selbst in meinem Tanzkurs oder überall, wo ich das Gefühl hatte, ich habe Lust, das zu machen. Aber mir ist immer bewusst, ich bin die Einzige wahrscheinlich, die das gerade macht. Alltagsrassismus ist ständig oder generell, wenn ich von Betrunkenen dann als Nigger angesprochen werde, das passiert auf jeden Fall öfter. Halt, wenn sozusagen Chancen mir nicht gegeben werden, ausgrund meiner Herkunft, würde ich jetzt interpretieren, obwohl die Menschen wahrscheinlich sagen, nee, einfach nur, weil, weil wir die Leistung bei der mehr sehen als bei dir. Und was ich dann nicht glaube, aber eher davon ausgehe, dass das mit meiner Herkunft zu tun hat und dass man daraus interpretiert, dass ich vielleicht nicht kompetent genug bin dafür oder nicht das Know-how mitbringe. Aufgrund meiner Hautfarbe. Wenn ich jetzt im Bus einsteige und Leute ziehen sich zusammen und gucken, dann ist ja nichts mehr, ist nichts Neues mehr. So, und jetzt irgendwann lernt man auch damit umzugehen. So, und jetzt steige ich im Bus ein und es juckt mich nicht, wenn du dich jetzt nicht hier hinsetzen willst, da ist nur mehr Platz für mich. Kann ich mich ausbreiten, mein Ding machen. Ich würde sagen, als ich herkam, war ich so ein Ghana-Boy. Ich war schon so, meine Zeit in Ghana, habe ich da gelebt, alles so nochmal beobachtet und gesehen. Und als ich nach Deutschland kam, dann war das so, okay, jetzt ist anders. So, jetzt ist eine andere Kultur. Es war so, du musst anfangen, das, was du bist, beiseite zu legen, um etwas was Neues aufzunehmen, damit du reinpasst, beispielsweise. Immer
Wenn irgendwas passiert ist, bist immer du. Und irgendwann fängst du an zu denken, was ist an mir falsch? Was ist, irgendwas muss ja an mir falsch sein, wenn ich immer derjenige bin, der immer plötzlich Ärger bekommt. So, ne? Und da fängst du an, wie gesagt, all das macht ja etwas mit dir als kleiner Junge und du fängst an, dich zu ändern. So, ne? Ich habe dann durch den Prozess, wo ich halt versucht habe, mich anzupassen oder einfach dazuzugehören, sehr viele Charaktereigenschaften unterdrückt und auch verloren, die aber auch sehr wichtig sind im Leben, um zu überleben, um nach vorne zu kommen, um voranzukommen. So, und es hat lange gebraucht. Mittlerweile ist jetzt so, man kann jetzt nicht mehr sagen, dass ich jetzt Ghana bin. Man kann auch nicht zu mir sagen, dass ich jetzt komplett deutsch bin. Das heißt, ich bin so irgendwo dazwischen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich stolz auf beiden Seiten bin, weil von beiden Seiten gute Sachen sind, sowohl als auch schlechte Sachen, aber was auch dazu gehört zum Leben. So, ne?